Heartbeat for the World. Das ist das Motto der Special Olympics World Winter Games, welche 2017 in Schladming, Ramsau, Rohrmoos und in Graz über die Bühne gehen werden. Von 10. bis 15. Januar 2016 findet im Rahmen der Pre-Games die Generalprobe für die Winterspiele statt. Auch die Vorbereitungen für die Cool School Projekte laufen bereits auf Hochtouren. Lisa Kipperer, Koordinatorin der Projekte und selbst Volksschullehrerin, möchte dabei mit ihrem Team Schulen in die Winterspiele 2017 integrieren. Wir haben über die Frau Landesschulratspräsidentin Meixner einen Brief ausgesandt mit Informationen zu den Spielen, mit einem Anmeldeformular, wo sich die Schulen bei uns melden können. Die Koordinatoren stellen die Special Olympics in Schulen vor und sind auch bei der Ideenfindung behilflich. Vorgaben gibt es fast keine. Die Projekte können bunt gestaltet werden. Das kann von Eisessen bis hin zu einem Sporttag, einen gemeinsamen, gehen. Und es können auch ganze Projektwochen sein, wo man eventuell Behinderteneinrichtungen besucht oder Menschen mit Beeinträchtigungen an die Schulen einlädt. Das Hauptziel ist es, Jugendliche für die Bedürfnisse dieser Menschen mit Handicaps zu sensibilisieren. Im Rahmen des Schulprogramms gibt es auch die Möglichkeit, für Schulen inklusive Sportprojekte durchzuführen. Hierbei werden Teams aus Schülern und Menschen mit besonderen Bedürfnissen zusammengestellt. Es geht darum, gemeinsam zu trainieren. Man kann eben auch zu einem bestimmten Termin hin trainieren. Es gibt im Landesschulsportkalender momentan 14 Veranstaltungen. Bis zum Start der Pre-Games sind es nur mehr wenige Wochen. Eine tolle Gelegenheit für Kinder und Jugendliche, Olympische Spiele hautnah zu erleben. Seid dabei bei diesem weltweit größten Sport- und Sozialevent 2017 in Österreich und unterstützt die Athleten, motiviert sie, feuert sie an, so ganz nach dem Special Olympics Eid. Lasst mich gewinnen, aber wenn ich nicht gewinnen kann, so lasst es mich mutig versuchen.